Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Spider-Man. So, das hat jetzt eine ganze Zeit gedauert, aber ich habe soweit zumindest geschafft, dass ich mir den Anzug freischalten kann. Der ist zwar ein Anzug für jedes Wetter. Ah, okay, das heißt, das hier sind dann nochmal andere Anzüge. Das war nämlich die Trophäe für einmal alles. Das sieht irgendwie bösartig aus. Probieren wir es mal. Wobei, will ich das wirklich in der Sequenz haben? Das hat ein bisschen was von Ghost Rider, ne? Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Ich bleibe bei dem letzten Gefechtanzug. Der passt ja vom Namen her. Und wir gehen wieder hier drauf und gucken mal, was jetzt noch so abgeht. So, ich gucke aber ganz kurz, ob ich wirklich jetzt alle Anzüge haben müsste. Ich aber eigentlich so weit, wie ich konnte, freigeschalten haben. Der hier irritiert mich mal ein bisschen. Da muss ich nochmal gucken, was das wohl ist. Leute, die Stadt ist in einer Krise. Brücken und Tunnel werden geschlossen. Jede Menge Pendler sitzen in der Stadt fest. Andere mussten ihre Häuser verlassen, die jetzt unter Quarantäne stehen. Ich höre von Zeltstädten, Menschen, die in Parks schlafen. Das ist wie die große Depression und die spanische Grippe von 1918 in einem. Ich weiß, die Zeiten sind hart und wir alle haben zu kämpfen. Aber wenn Sie jemanden sehen, der Hilfe braucht, dann tun Sie bitte, was Sie können. Nur so überstehen wir diese Sache. Wir müssen zusammenhalten, sonst fallen wir auseinander. Jared, schreibt es auf, das war gut. Jonah, das war ja tatsächlich mal ein vernünftiger Tipp. So, gucken wir mal, was die Hauptmission jetzt wieder für uns bereithält. Spider-Man, willst du uns helfen? Der Plan. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Okay, Norman Osborn, a better manager for a better New York. Ja, haben wir noch was. Analyse. Hm. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Spektralanalyse. Unbekannte Substanz. Ja. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. So, Fakt ist, ich werde den hier brauchen. Nehme ich an. Wobei, das mich schwer wundern würde. Es macht gar keinen Sinn, dass ich den brauche. Hm. Okay, Moment, wir machen erstmal mal das Einfachste. Mit Zweien eine Viererkette. Was ist zum Thema das Einfachste? Den da. Und den da. So. Dann brauchen wir dich und dich. Dann brauchen wir hier dich, dich nicht. Dich und natürlich auch dich. Analyse läuft, Substanz identifiziert, GR27 Teufelsatem. Oskovs modifiziertes CPF1, definitiv der Teufelsatem. Soweit war ich schon. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Okay, Scanning. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Wie lange bleibt das hier gesperrt? Kann ich nicht sagen, Sir. Nicht hier lang. Ab zu einer anderen Spur. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Das kann ja nur richtig sein. Ah, sag mal, so ein bisschen. Macht er mich irre. Dann mal ey, hoch da. Mein Gott, hoch da jetzt. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Das kann eine Vulture sein. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben?
Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Dann gucken wir mal. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Ah, da sind sogar... Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Finde ich gut. Die wüsste ich auch gern. Ah. Norman. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne, den hinter der Maske. Ah, es blinkt noch. Warte mal, das Geblinke. Oscorp schlängelt sich durch die ganze Stadt. Strom, Kommunikation, öffentliche Sicherheit. Normans Unternehmen ist unverzichtbar, doch auch zerbrechlich. Falls es eine Katastrophe gibt oder man an ein paar Fäden zieht, fällt alles zusammen. Die Öffentlichkeit würde Norm als den Schmarotzer erkennen, der er ist. Ja, ein paar kleine Schritte, dann wäre er für immer ruiniert. Wie viele Männer braucht man wohl? Mal sehen. Zuerst eine Katastrophe, ein Wirbelsturm, ein Erdbeben oder eine Seuche. Dann Angriffe auf Oscorps Stromnetz und Notfallsystem. Die Stadt ins Chaos stürzen. Alle wissen lassen, wer Norman wirklich ist. Ja, nur ein paar Männer. Ein halbes Dutzend reicht. Die Sinister Six. Mir fehlt irgendwie die Transition zu Stadt ins Chaos stürzen und Norman dafür verantwortlich machen. Martin wurde verhaftet. Gefällt Norman wohl? Er denkt, er ist sicher. Da täuscht er sich. Er hat gerade alle verfaulten Eier der Welt in einen Korb gelegt. Martin ist im Raft, bei Scorpion, Rhino, Vulture und Electro. Jetzt nur noch ein schneller Tritt. Und alle Eier rollen den Hügel hinunter, direkt zu Oscorp und Norman. Ja, nur ein kleiner Tritt. Ich sollte mir meine Stiefel anziehen und auf den Hügel gehen. Er ist ein bisschen sehr irre. Das ist meine letzte Aufnahme, Peter. Falls Sie dies hören, bitte glauben Sie mir, dass ich das Richtige tun wollte. Es war vielleicht extrem. Aber wenn es um Normen geht, kommt man mit Halbheiten nicht weiter. Ich riskiere mit diesem Schritt sehr viel. Aber der Verlust unserer Freundschaft ist für mich das Schlimmste. Ich hoffe, dass, falls wir uns wiedersehen, wir nicht auf verschiedenen Seiten stehen. Tja. Tut mir leid, Otto, das hast du verkackt. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. So scheint es. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie lange wohl schon? Dr. Octavius, vielen Dank für die Medikamente. Sie haben etwas geholfen, aber die Episoden werden weiterhin stärker. So schlimm war es seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle. Gestern, während Osborns Rede, hatte ich beinahe einen Blackout. Ihn zu sehen löst Gefühle aus, die ich für lange begraben gehalten hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich noch so in seinem Schatten leben kann. Martin Lee. Otto
Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Oh, Martin. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborn abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Mhm. Du bist Spider-Man. Next. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage. Ja. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Ha, okay, so hat er also Rhino dazu gekriegt. Alles klar. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Aha, aha. Da kann ich mir sonst nichts weiter antun als das da. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Okay, also denen hat er geholfen, seine Schulden loszuwerden. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Hey, Moment, da sind wir noch nicht fertig. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Okay, also ihm hat er dann die Heilung zugesichert. Na, man muss jedem geben, was er am meisten begehrt, ne? Electro steht voll unter Strom. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Transforming Solid Matter into Energy. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Okay. Ich frage mich ja, wann Octo die Zeit hatte, die alle kennenzulernen und für die zu forschen. Was ist das denn? UV-Licht? Hm, nichts passiert. Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Ja, du bist ein Trottel. Wie kriege ich diese Lampe an? Dafür musst du die anderen Lampen ausmachen. Geschafft. So. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er
Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Okay. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Elektro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oscorp. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Okay, hab ich alle? Versuche, das versteckt. Das ist doch jetzt noch mehr hier? Nee. Gut, hier ist alles. Das war Scorpion, das hab ich. Icarus, das ist es. Okay. Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Daran denkt Octo nicht. An den Lüftungsschacht. Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Ja. Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Ja, und ja, eine perfekte Transition. Das ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Wie? Du bist dran! Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fehde endet heute, Insekt! So, das ist jetzt meine Chance. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Wo sein? Nee, die Mission verlassen wollte ich jetzt nicht. Das hat bestimmt weh! Er ist immer noch viel zu konzentriert. Das war pures Glück! Ich hab dich schon oft genug besiegt. Also ich persönlich nicht, aber Spider-Man, das weiß ich. Was ist da? Da unten. Wir werden die ganze Zeit in der Luft bleiben. Yeah!
meine Chance. Spider-Man! Ich muss dich vernichten. Nee. Lass das mal. Super! Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst, das war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verwirrt, wie weit man mit ihm kommen kann, was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung, eine gute Wahl. So wie Öl und Wasser, klar. Finisher rein. Klar, dass ich nur mit dir spiele, oder? Dann geht wieder hoch. Alter. Ja, Erdenbeben. Ja, ja, wir packen das. Ich will ja nicht unken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Wo ist der Generator da? So, haben wir ihn erwischt. Nur noch einer übrig. Der ist auch kein großes Thema. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Walzer. Ich denke nicht, Tim. Zwei von sechs ausgeschaltet. Sehr gut. Was ist los? Electro wurde geerdet. Spider-Man, nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Gut. Dann noch Rhino, Scorpion, Lee. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Ja, dafür hast du nicht viel Zeit. Aber wir gehen wieder auf Tagmodus. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens eine kleine Pause bekommen. Das Gute ist, dass keiner von denen weiß, wer er ist. Das ist viel leichter. Ah, oh, er ist eingeschlafen. Schön. Wie spät? Oh Mann. Startverbot. So. Erfahrungspunkte, die ich nicht brauche. Super. Und da ganz oben muss ich hin. Ich muss Yuri Bescheid sagen. Yuri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und dein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst dir wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Ja, dann hole ich Scorpion, wenn sie das möchte. Und auch noch in dieser Folge. So, da lang. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Neuen Anzug oder so, hab das jetzt nicht gebracht. Verbrechermarken habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay?
Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tu lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tu mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. Der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Und da geht's hin. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpion-Kostüm wäre, wo wäre ich denn? Hinter dir. Hinter dir! Schön. Ja. Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt. Und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Gift. Oh, ich hörte, er ist nicht so gesund. Wow, was zum... Geil. Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Ja. Dann gehen wir mal an den höchsten Ort hier in der Nähe, alles okay. Klar. Hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Aber schnell. Vektoral. Scorpion hat es verbessert. Nee, du. Und du? Du? Oh. Oh. Das ist ja fies. Da habe ich ja gar keine. Ja, keine Variation. Das ist ja. Ja. Damit arbeiten, logge ich mich aus. So, ich habe ja erst einmal gar keine Wahl, als es so zu machen, ne? So, dann nehme ich den hier, den weg, die äußeren löschen. Und dann habe ich ja nur noch drei Stück übrig. Oh, ja, ich habe nur noch drei Stück übrig, ich Idiot. Analyse läuft, Substanz identifiziert, Ovatoxin A, Bekus, Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta Alba Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Oh. Das Wasser steigt, ja? Da ist das Gewächshaus! Im Gewächshaus sollte ich Eclipta Alba finden. Aha, wo ist sie hin? Ist das echt oder nur in meinem Kopf? Das kann beides sein. Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie. Irgendwie. Na, Peter.
immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft Ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde Sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut Ihnen leid, aber... Da ist der Clip der Alba. Sie lassen es zu, da fragt man sich, was Sie wirklich wollen, oder wie auch immer. Alter, ist das ein Trick? Die Pflanze hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Immer diese völlig unverfassten. Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Vielleicht ist es nur ein Schweigen sterbenden Hirns. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß mit der Schlecht ausgewichen. Das ging daneben. So. Hilf kurz. Also die ganze Strecke noch auf das Gegengift. Brauche ich ein Antitoxin? Dann höher. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Wie fühlst du dich, Spinne? Krieg dir die Angst den Rücken hoch. Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Immer völlig unverstanden. Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Vielleicht ist das nur ein Schrei des sterbenden Herzens. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß mit dem großen Elefanten. Ich will gar nicht wissen, was Freund dazu sagen würde. Die Forschungsstation. Ich brauche das Atropin. Ich muss in die Station. Das Atropin ist da. Das offen ist. Und die nächste. Das ist auch eine ganz coole Mission. Natürlich soll man den Atem spielen. Natürlich. Die nächste Halluzination. Schon wieder. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc! Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemandem. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Alle um dich herum leiden. Laufen Sie nicht weg. Ich versuch's. Ich will nichts von dir. Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz. Hören Sie auf!
Ich gebe sie nicht auf! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Da ist es! Das Atropin! Nächster Ladescreen. Wenn sich hier wenigstens bewegen könnte, wäre das nicht halt so auffällig, aber das ist eindeutig eine Ladeanimation. Auch wenn die Transition jetzt gut ist. Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Geht wohl wieder zurück ins Labor. Mein Gehirn. Na, Mutter. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Wir werden uns sehr bald wiedersehen. War ja klar. Himmel! Alter, was geht hier ab? Die sehen so echt aus. Ja. Schwingt ganz aus. Vorsicht vor den Stacheln. Ich habe es geschafft. Aber mir geht die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen. Ja, dann lass dir noch Zeit. Das... Spider-Man in Jeans, ja? Ich denke nicht! Du bist jetzt in meinem Reich! Du bist E. Osborn! Du willst mein Genie stehlen! Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld! Ich wusste, du lachst über mich! Wir alle! Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still, dann weißt du's. Das ist meine Chance. Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Kommen wir jetzt? Das wird nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch! Einer weniger! Abbiegen! Du bist ein Loser! Und du wirst immer einer sein! Sehr schön! Nur noch ein paar! Du bist ja halt echt nicht... Noch einer weniger! Da fand ich bis jetzt Vulture, also vom Level-Design her finde ich das ganz cool, aber Bosskampf-mäßig fand ich Vulture und Elektro bis jetzt cooler. Ich muss ihn angreifen, wenn er stehen bleibt. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, das Gerät, das ich brauche. Endlich. Ich spüre. Was spürst du? Wo ist mein Anzug? Alter, ist das etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Alter. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. So, die kenne ich ja schon. Ich habe jetzt aber nicht den Anzug mit freigeschaltet, ne? Das wär's gewesen, so. Nur Spider-Man-Maske und Unterwäsche. So viele schöne Erinnerungen. Doc ist der klügste Mensch, den ich kenne. Und jetzt vielleicht der gefährlichste. Ja. Okay. So, die hatte ich ja eh schon alle erledigt. Aber den hier noch. Parker meint, die Schnittstelle sei gefährlich, aber der Junge ist Anfänger. Hat noch nie was erschaffen. Denkt, wir könnten abseits bleiben, weit weg von der Gefahr.
Männer sind gestorben, um diese Nation zu gründen, damit wir auf den Mond gelangen. Jeder große Vorstoß erfordert Blut. Und der nächste Vorstoß, um uns aus Normans Fängen zu befreien, könnte der blutigste von allen werden. Das lasse ich nicht zu, Doc. Parker. Sie hören zu, ja? Sie beobachten. Merken sich alles. Stehlen! Wem Was? Haben Sie von der neuralen Schnittstelle erzählt? Von meiner Arbeit? Naja, es endet hier, Parker. Ich habe Ihnen vertraut. Aber statt mein Genie zu erkennen, taten Sie was? Sie wollten alles vernichten. Haben mir Mängel unterstellt. Es gibt keine Mängel. Es ist wunderbar. Eine perfekte Erweiterung des Gehirns in die Welt. Gedanken, die durch diese arme Form annehmen. Und ich habe nur noch einen Gedanken. Normans Ruf zu vernichten. Und die halbe Stadt. Bald. Und da ist der Plan. Er hat das direkt vor meiner Nase geplant. War es nur eine vage Idee, bis die Schnittstelle ihn den letzten Schritt tun ließ? Wie lange hat er das Gerät unbemerkt benutzt? Zu lange. Die neurale Schnittstelle facht Docs Wut an. Vielleicht gibt es für ihn kein Zurück mehr. Das ist Scorpions. Ach, Moment, vielleicht haben wir noch was bei ihm im Büro. Irgendwie interessant sein könnte. Doc hat die Arme nicht nur verstärkt, er hat sie in Waffen verwandelt. Ja. Zwangsweise notwendig. Gut, vielleicht greife ich mich ja jetzt noch Scorpion an. Der echte. Nein, du dann nicht. Okay. Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Gut, und damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Staffel.